auf Empfang. Haben mehrere Notrufe über eine dritte Brücke zum Verlager. Verdächtige wurden zuletzt gesichtet. In westlicher Richtung. Die Cops haben ja alles Einheiten bitte anrücken. Welche sind die scheiß LKW reingekriegt sind? Dann, das Ding locker geschafft. Dass ich nicht wieder da reinhaue. Ja, wir können sie, glaube ich, wieder mitgetroffen. Das ist aber gerade ziemlich egal. Einer fährt sich die Abkürzung, fällt doch nicht. Einer. Soll mir recht sein. Für diese Scheiße. Verdient. Das war dritten Versuch. Bin ich sicher, wie viele Verdächtige wir verfolgen, aber alleine erwischen wir die nicht. Brauchen Unterstützung. Das Cockpit machen. Roger, 3 Delta 18. Eins. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind ja, unterwegs zu euch. Out. Fahrzeug aus den Augen verloren, bleibt dran. Gegen
bitte absperren, ich habe das Zielobjekt verloren. Information für die Verfolgergruppe. Das Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in südlicher Richtung auf dem Highway 99. Sichtkontakt zum Verdächtigen ist noch nicht lange abgebrochen. Einsatzleitung erbittet Absperrung um das unmittelbare Zielgebiet sowie westlich der letzten bekannten Fahrtrichtung. Auf weitere. Eine Nachricht. Ey, ich bin's. Hör gut zu. Wenn einer abgezogen wurde, helfe ich gerne. Aber dabei muss auch was für mich rausspringen. Du kümmerst dich um die Blacklist, ich kümmere mich um deinen Unterschlupf. Im Gegenzug ignorierst du die Wetten, die ich auf dich abschließe. Das ist ein perfekter Deal, what's up? Lass dir von diesem Rock helfen, ohne dass er was von unserer Sache mitbekommt. Bis später. Jo, bis später. Wie gesagt, ich bin beim Song erstmal ein bisschen emotionaler. Sorry, liebe Leute, aber so bin ich halt. Jetzt bin ich gut. Ich kann mal irgendwann mal ein bisschen anders. Jetzt wird ein scheiß Taxi vor Ihnen. Fahren wir da mal rein. Es dürfte eigentlich, ja, ist genau, ist die Tuning-Werkstatt. Leistung. Ich brauche Leistung. Was will der Turbo denn? Gut, Bremsen will er uns alle haben. Und rein damit. So, jetzt haben wir noch ein bisschen was an Leistung zumindest mal drin. Und wir können mal gucken, was wir an Teile da, zumindest schon mal ein bisschen was an Teile drin haben. Sieht schon geil aus hier, aber das braucht man ein bisschen Kohle für. Ne, der Spoiler braucht tatsächlich keine Kohle. Können wir dann gucken, was mal. Ne, der gefällt mir hier. Den nehmen wir mit. Ja, uns fehlen $50, aber okay. Zumindest mal einen neuen Spoiler hinten drauf, damit er ein bisschen an Äußerlichkeit hat. Jetzt nicht so übertrieben viel, aber das kommt ja jetzt alles mit der Zeit. Die Bremsen brauchen wir noch. Das heißt, wir machen weiter. Wir gehen in den Unterschlupf und dann auf die Blacklist. Und dann machen wir das eine Rennen noch und dann würde ich sagen, beenden wir hier den Part. Ja, nämlich auch noch ein Rennen in der Hinterhand. Das will ich noch fahren und dann die Kohle mit einsacken. Und dann machen wir im nächsten Part weiter. Zumindest in der Vorbereitung für Vic. Dann die Meilensteine noch dabei. Und dann sieht das Ganze schon wieder relativ gut aus. So, jetzt ziehen wir den zum Beispiel schon mal ein bisschen Geld. Ich glaube, man merkt schon ein bisschen an den Wind. Würde ich mal gerade so behaupten. Versucht.
Aber aktuell? Zumindest mal gut. Aber sehen Sie mal nämlich keine Runde. Das ist schon mal die erste. Ein Erfolg für uns, aber. Ich kann mich direkt nicht erwarten, hier die Reihe 9 Reifen ist jetzt so extrem switch. Das ist doch schön. Ja, so mag ich. Wie gesagt, auch wenn die Aufnahme da sehr kurz waren, gerade haben wir noch nicht eine halbe Stunde wollten wir nutzen, um den Test zu nehmen. Die werden auch mal länger in der Aufnahme. Die werden auch bei den letzten Fahrrad von daher. Ich glaube, das wird nicht alles so schön. 19. Jetzt haben wir noch eine Runde. Am Ende 6 Kilometer Vorsprung auf den Rest hinter. Das kann ich gerne weiter drin bleiben. 9 Sekunden. Plus 10. Dann läuft es doch. Warum gleich so? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass da eine Antwort ist. Wir nehmen den Kämpfer in der Wand. Und dann fahre ich doch mal wieder vorbei. Dann haben wir den auch schon erledigt. Wie gesagt, das sind die Rennen von dem letzten Deppis-Fahrer, den wir schon mal übernommen haben von den Tests. Also von daher. Jetzt werde ich zumindest auch mal erledigt haben. Ich werde jedem alles machen. Ich hoffe, dass einer von euch da dieses Disziplin sieht. Erledigt. Wieder 2000 gekriegt. Ah ja, die böse Stelle mit dem Motorrad. Die haben mir eben so das Rennen kaputt gemacht. Zweimal. Aber dritten Versuch haben wir es denn doch gewonnen. Jetzt kann ich mal gerade reingucken. Ich will doch nicht teilen. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Kohle bekommen von euch. 950 haben wir gerade mal. Kostet das Turbo. Ja, wenn wir den hätten. Ja gut, der geht ein bisschen auf Beschleunigung. Also so geschwindigkeitsmäßig ist da gar nicht kein Unterschied. Also der, wie gesagt, der startet nur besser. Naja, es ist nicht weiter schlimm. Das heißt, wir können tatsächlich mal ein bisschen an den Teil davon gehen. Was das Karosserie dazu kostet. 5000. Schön, war klar. Dann guck ich mal. Dann gehen wir mal in die Lack. In den Lack. Vinyls, Karosserie-Vinyls hätte ich gerne. Das hätte ich gerne in Schwarz. Und dann haben wir da noch. Ach, der kann nämlich beides. Der nimmt nicht beides. Schade. Was haben wir denn noch in Karosserie-Vinyls jetzt eigentlich?
Überhaupt so Interesse, aber okay. Sind tatsächlich nur die zwei hier. Oh ja, sieht schon mal gut aus. Ein bisschen zumindest mal getan. Dann Scheibenfolien. Nur hat Medium Schwarz. Nadelfarbe in Rot. Die Skala-Farbe nehmen wir in Blau. Ach man! Und die Ziffernblattfarbe würde ich gern in dieser Farbe machen. Und dann gehen wir mal gerade auf den Einkaufswagen. Was haben wir denn gekriegt? Restgeld. Oh, kriegen wir doch alles noch rein. Wunderbar! Teile. Das heißt, wir müssen noch warten, bis wir ein Karosserie-Kit haben. Ich finde tatsächlich 50 teuer. 50 Geldeinheiten für ein neues. Für neue Felgen, aber so sieht der Wagen doch schon mal ein bisschen was nach was aus. Schön. Kann man sich leisten. Dachspoiler will ich nicht. Aber gut. Ist zumindest mal schon mal ein bisschen was. Er sieht zumindest nicht mehr nach der wie von der Stange aus. Gut. Und dann gehen wir kurz zurück in den Unterschlupf. Und dann denke ich mal, sollte es auch gut sein. Dann machen wir weiter später mit der Verbreitung auf den nächsten. In der nächsten Folge hier. Würde ich mal so sagen. Und dann bin ich zufrieden mit dem Auto. Ich weiß nicht, 100.000 glaube ich will er haben. Das heißt, es sind noch 32.000. Aber. Dann danke ich euch fürs Zusehen und freue mich, dass ihr dabei wart bei Let's Play Need for Speed Most Wanted. Wir haben tatsächlich relativ schnell geschafft, den Platz 14 zu erobern, sind schon auf dem Weg Richtung Platz 13 und dann kriegen wir auch schon die nächsten Leistungsupgrades. Wir haben ein neues Auto und dann haben wir auch ein bisschen was reingesteckt. Wir haben ja den bezüglichen Eclipse jetzt gefahren, zumindest ein bisschen Vorbereitung nochmal für den nächsten, und dann freue ich mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid bei Let's Play Need for Speed Most Wanted 2005.